Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Barbie im Bann der Dunkelheit Challenge, obwohl wir eigentlich noch mit Leviathan spielen. Also streng genommen sind wir mit Leviathan am Spielen, aber es ist auch irgendwie die Barbie Challenge, aber erstmal noch die Leviathan Challenge. Wir haben in der letzten Folge einen Job als Sensenmann abgelegt und wurden sogar befördert, weil wir ein bisschen krass sind auch. Und Barbie ist Bestatterin geworden. Sie hat auch viel zu tun. Wir kümmern uns aktuell aber eher um Leviathan. Und was wir heute machen werden, ist etwas ganz Tolles. Wir werden unser Event abschließen, das Sensenmann-Event. Und endlich die Belohnungen bekommen. Das lang ersehnte Ambrosia. Und ich habe mir da nochmal ein paar Gedanken gemacht dazu gleich. An der Seite werdet ihr ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind. Genau, Mini, damit ich nicht immer eure Nachrichten übersehe. Weil mich ärgert es ja immer richtig, wenn ich euch nicht lese, ne? Lea, Hallöchen. Bestatter Barbie gab es auch noch, gab's sicher auch noch nicht in Real Life. Ist so, wir haben was ganz Besonderes. Genau, denn ich habe mir Folgendes überlegt, dass Leviathan, also das ist nicht meine Idee, sondern die Idee habt ihr gesponnen und ich habe jetzt nur es finalisiert. Leviathan wird eine zweite Ambrosia-Geschichte machen und wird sie Bonehilda geben. Wir werden das Ganze natürlich ein bisschen inszenieren müssen, weil Bonehilda ist ja so ein Special-Character und sie ist ja praktisch die tote Bonehilda sozusagen. Das heißt, wir werden eine neue Bonehilda im Kass erstellen. Es wird praktisch... Er gibt ihr das dann, wir spielen das ein bisschen und Bonehilda wird aber von uns im Kass erstellt und ich möchte sie komplett neu designen. Und auch wieder, wir haben ja damals auch die Trinity von der Barbie, von der Herzensbrecher-Challenge komplett manuell erstellt und damit einfach einen so wunderschönen Sim geschaffen, die einfach nicht so dieses, also Trinity ist perfekt, die hat also die perfekten Proportionen und das, was man als perfekt halt ansieht. Ich finde aber auch, sie hat so ein ganz besonderes Gesicht, weil es so einzigartig ist und ich möchte das für Bonehilda auch gerne haben. Ich möchte sie ganz individuell erstellen, vielleicht eine längere Nase, hohe Wangenknochen oder tiefe Wangenknochen, vielleicht größere Augen oder kleinere Augen, die Augenbrauen vielleicht ein bisschen, gut, wir können es nicht unterschiedlich machen, aber vielleicht ein bisschen höher oder niedriger, das Kinn vielleicht sehr spitz oder so, so dass sie am Ende einfach eine ganz wunderschöne individuelle Person ist und wir dann praktisch so tun, als hätte er ihr das Heilmittel gegeben und dass sie dann und er dann so richtig anfangen zu daten, bis er eben seinen Job auf maximal erreicht hat und dass er dann mit seiner Boni zusammenzieht und glücklich wird und Barbie ganz alleine zurückbleibt und ihre Challenge damit beginnt. Ja? Ja, voll, Mini, voll praktisch. Genau, wir spielen erstmal mit Leviathan die Karriere und machen die auf maximal. Und dann, wenn er fertig ist mit der Karriere, zieht er mit seiner verwandelten Bonehilda praktisch aus und Barbie bleibt zurück. Und damit beginnt offiziell so richtig ihre Geschichte. Wir sind immer noch in der Vorgeschichte, es ist wild. Das ist sehr cool. Bonehilda ist einer der coolsten. Ja, ich finde die auch sehr cool. Coole Idee? Okay, schön. Ihr könnt mir auch gerne in die YouTube-Kommentare schreiben, ob ihr die Idee gut findet, ob wir das so umsetzen wollen und ob ihr vielleicht noch andere Vorschläge habt oder eine Idee habt, wie wir sie dann gestalten können. Okay, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass Bonehilda vielleicht so eine richtig blumige wird. So ganz viel Blümchen, ganz viel Kitsch, ganz knuddelig einfach, während Leviathan der wandelnde Tod ist. Dass sie so das komplette Gegenteil von ihm ist, was so die Optik und alles angeht. Und einfach viel Farbe in sein Leben bringt. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Auch so einen richtig starken Kontrast zwischen den beiden. Das fände ich so süß. So das komplette Gegenteil, genau. Ich mag die Idee sehr. Okay, cool. Dann würde ich sagen... Ah nee, ihr kriegt doch den Trailer. Moment, im Moment. Ihr kriegt ja noch den Intro, meine Lieben. Und da steht unser Leviathan, hupsi dupsi, auch schon. Er hat sich gerade noch ein bisschen um den Garten gekümmert, aber muss auch gleich... los zur Arbeit. Wir müssen... Was? Level 2 der Thanatologiefähigkeit? Oh, mach doch nicht so einen Stress, Leviathan. Wir müssen auch noch zur Geisternacht und ein gesellschaftliches Event planen. Wir haben jetzt nur 2 Stunden Zeit. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt... Ja. Wir nehmen Leviathan. Warte mal, hat er heute... Wie muss er denn arbeiten? Nee, ich nehme ihm jetzt keinen Urlaub. Ach komm, wir versuchen jetzt das gesellschaftliche Event schnell klar zu machen. Damit wir das erledigt haben, das Gesellschaftsevent.
Gesellschaftliches Event planen. Ach, witzig, Carrie. Ja, aber Crop-Tops, ja, immer schwierig, ne? Ich mir vorstelle, dass Bornhildas Look so an dem Dia de los Muertos Look angelehnt ist. So viel mit Blumen und sowas. Ja, voll. Event vorher macht keinen Sinn. Man braucht ja Silber. Ja, aber Barbie ist ja dann noch da. Die kann es ja zu Ende bringen, dachte ich, oder? Geht es nicht? Doch, das müsste doch gehen. Wir machen mal, was machen wir denn? Gut, wir können jetzt nicht so viel machen. Eine Gruselparty, Wäre schon lustig, ne? Wir probieren das einfach. Wir laden die ganze Familie ein, natürlich. Mom. Raven. Scarlett. Poppy Sadie. Holly und Eve, die haben bestimmt gar keinen Bock, ist mir aber egal. Sollen trotzdem kommen. Okay. Caterer-Mixer gibt's nicht. Und wir bleiben bei uns. Mal gucken, was wir alles tun müssen. Kürbis schnitzen? Nee. Kürbisse schnitzen? Übertreib doch. Kürbisse schnitzen, Leute. Als ob wir Kürbisse schnitzen wollen. Ich stell mal Essen raus. Für die Bagage. Ja, wobei, Levi, mach doch einfach nochmal Essen. Er hat sich voll schick gemacht mit Krawatte. Oh. Nee, Barbie muss arbeiten. Nee, Barbie nimmt sich Urlaub. Barbie kennt da nichts, Leute. Wir nehmen uns Urlaub. Über Kostüme reden. Ich habe gedacht, Barbie hat frei. Ich habe es falsch gesehen, leider. Upsi-Daisy. Ach, das ist Kostüme. Man kann Kürbisse schnitzen? Ja, Salida, tatsächlich. Soll ich das mal zeigen? Komm, ich platziere das mal. Das ist so ein Kürbisschnitztisch. Oh mein Gott, sie hat sich so süß angezogen. Look at this. Oh mein Gott, sie hat sich für dieses Kostüm entschieden. Na gut. Ich muss mal schauen, ab welchem Pack das kommt, das Kürbisschnitzen. Brauchen da wahrscheinlich noch ein bisschen Geld. Hast ja auch den richtigen Tag erwischt für Geister. Wir haben richtig Glück, Selina. Ja, richtig Glück. Ah, der Bücherbüchsen-Newsletter. Ich brauche eigentlich kein Newsletter, ich brauche eigentlich nur Fable. Nicht drin. Oh Mann, ey. Blöd. Urlauben? Was? Süßes Herbstfestgrundstück mit Kürbisschnitzen. Das finde ich so schön. Hat er eigentlich schon geladen? Nee, der lädt noch. Schön, dass Leviathan eine Party machen möchte und Barbie sich dann dafür Urlaub nehmen muss. Ja, so funktioniert es auch. Das sind Zwillinge. Die müssen machen, was der andere will. Oh, wie cool, Nobby. Ganz viel Spaß. Red One. Wie sagt mir das was? Ah, ja, habe ich gesehen. Cool. Wird bestimmt nice. Ganz viel Spaß dabei. Oh, ich würde ja auch gerne mal wieder ins Kino gehen, gell? Man, irgendwie fragen, ob er mal Lust hat. 2019, ja, ich kann mich auch echt nicht mehr erinnern, ne? Wann ich das letzte Mal war. Ich meine, wir haben auch einen Beamer im Wohnzimmer. Den hat der Envy irgendwann mal gekauft. Dadurch bist du eigentlich jeden Tag im Kino so. Aber es ist ja auch so dieses Popcorn-Essen. Mal rausgehen, vielleicht vorher oder nachher zusammen essen gehen. So, aber wir haben kein Geld, um uns den Kürbisschnitztisch zu kaufen.
Oh Mann. Ernsthaft, uns fehlen 2 Simoleons. Uff. Das ist besagter Kürbisschnitztisch. Kommt mit dem Grusel-Accessoire-Pack. Grusel. Oh, brauchen wir auch noch Geld dafür. Erreiche Silber. Oh Gott. So, Levi, während du noch hier bist, kannst du mal mit jemandem über... Mit wem redest du? Mit der Mama? Oh, oh mein Gott, du wunderschöne Mausi! Sie ist als Elfe gekommen, Leute. Unsere Blumenmaus. Unser Pflanzensim. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Guck doch mal. Nein, Herbstsonne, Hallöchen. Wow, einfach. Sie kam als Ermittlerin, ihre Schwester als Pirat. Ey, das ist ja voll lustig. Ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dieses Event. Was hast du an, meine Mausi? Oh, ein Frosch-Outfit einfach. Süß. Okay, dann kannst du jetzt über Kostüme reden. Du kannst auch ein Kompliment über das fürs Kostüm machen. Dein Dad ist heute nicht mitgekommen, Schatz. Der ist zu Hause. Er fühlt sich nicht so wohl, seitdem er ein Geist ist. Deswegen geht er nicht mehr so viel vor die Tür. Ja, Vater ist jetzt ein Geist. Das ist so merkwürdig. Sei doch froh, dass er noch lebt. Ja, naja, ist ja in Ordnung. Aber ein Geist als Vater zu haben, das ist so peinlich. Nein, also ich habe ihm verboten, zu Besuch zu kommen. Das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Nein, ich möchte das auch nicht. Ich möchte das auch gar nicht. Gell, Holly? Ja, Eve, du hast recht. Ja, du hast auch recht. Das ist einfach nur peinlich. Ich meine, es ist sowieso schon peinlich, eine grüne Schwester zu haben. Hey! Und sie, ich meine, sie schimmelt den ganzen Tag vor sich hin. Das ist so peinlich. Eve, jetzt hör aber mal auf. Nein, Mutter, das ist doch so. Sieh dir nur an, wie sie aussieht. Deine Schwester sieht wunderschön aus in diesem Kostüm. Du hast dich wirklich, wirklich schön gemacht, Raven. Ja, Raven, du siehst echt cool aus. Ich finde auch, dass du mega schön bist. Oh Mann, danke schön. Nein, wirklich. Du hättest kein besseres Kostüm finden können. Ich meine, da hätte sich Holly und Eve auch mal nochmal eine Scheibe abschneiden können. Was? Bitte? Ich habe das schönste Kostüm überhaupt. Außerdem war es super teuer. Es ist ein Designer-Piraten-Outfit. Entschuldigung, die Nase schon wieder. Mom, sag mal, ist Sadie auch gekommen? Ich weiß es nicht. Du musst mal drin nach ihr schauen. Okay, ja, ich gehe lieber rein, bevor Holly und Eve noch gemeiner werden. Ach, gemein? Es ist doch nur die Wahrheit. Ich weiß nicht, wo Poppy Maus ist. Ich glaube, sie hatte keine Zeit heute. Poppy Maus steht hier. Poppy Maus ist gekommen als Pizzalieferantin. Oh mein Gott, wie schön kann eine Frau bitte sein? Sadie, du, wow, ey, sie ist Pilotin, Leute. Wow. Carly schnitzt ihren Kürbis. Ich finde diese Halloween-Party ja mal so geil. Ich wusste das überhaupt nicht. Schelmische Aktion durchführen. Oh nein, jetzt muss er leider zur Arbeit gehen. Ach so. Er geht heute mal alleine. Ich habe vergessen, dass wir ja normalerweise mit ihm gehen. Oh Gott. Naja, ausnahmsweise muss er mal alleine gehen. Schelmische Aktion. Oh nein, jetzt ist Sadie als Vampir. Ah, sie ist in die Küche geflogen. Schelmische Interaktion durchführen und Partysüßigkeiten bitten. Party. Oh, das Kürbisschnitzen dauert noch einen Moment. Babyface, Hallöchen. Aber Barbie muss sich Urlaub nehmen. Ja. Muss sie.
Naja, ich hatte halt Sorge, dass es dann vom Event her zu knapp wird, ne? Ey, das sieht ja mal mega cool aus. Guck mal. Müssen da noch so einen weißen schnitzen. Wir haben schon Silber! Das ist ja super! Schelmische Interaktionen. Unverschämte Geschichte erzählen? Ist das schelmisch? Die Schwestern streiten schon wieder. Was ist denn los, Sadie? Du bist ja wirklich, also wirklich, du bist richtig frech heute. Was ist denn los mit dir? Du siehst übrigens ziemlich heiß aus in deinem Outfit, Sadie. Oh mein Gott, danke. Aber, Mann, Poppy, du musst doch irgendwann auch mal klarkommen. Was meinst du denn? Du bist immer so, weiß ich nicht, so witzig? Nein, gemein, wenn du witzig sein willst. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin gar nicht gemein. Ich lasse sie mal einen Kürbis schnitzen. Irgendwie schön, dass alle da sind, oder? Und, wie geht's dir, Holly? Ach, du fragst mich wirklich, wie es mir geht? Du hast mein Leben zur Hölle gemacht. Was? Barbie, tu nicht so, als hättest du das nicht gemacht. Du hast meine Zahnbürste ins Klo getunkt. Das werde ich dir nie verzeihen, also hör auf, mit mir zu reden. Oh mein Gott, Holly, da war ich ein Kind. Ja, und was bist du jetzt? Du bist immer noch ein Kind. Lass mich also in Ruhe und rede nicht mit mir. Okay. Ach, Kinder, hört doch auf zu streiten. Ja, Mom, ich habe ihr immer gesagt, sie soll aufhören zu streiten. Geht's dir gut, Barbie? Oh, hey, Raven. Ja, mir geht's gut. Also, ich bin jetzt Bestatterin. Oh, das ist ziemlich düster. Ja, das ist sehr düster. Bestatterin sein ist wirklich anstrengend. Aber, naja, ich mach's ja auch eigentlich ganz gerne. Die Toten liegen mir einfach, weißt du? Aber ich muss jetzt noch einen Kürbis schnitzen, weil ich habe Leviathan versprochen, ihm auch einen zu schnitzen. Ja, so schade, dass er arbeiten musste. Diese Familie, wild, oder? Oh, ich find's toll, dass wir jetzt hier zusammen, also nicht zusammen, sondern alleine Kürbis schnitzen. Sie hat richtig Bock, Kürbis zu schnitzen. Mausi, streng dich bitte an. Come on. Schnitzchenkürbis, come on, Schnitzchenkürbis. Hilft gegen Langeweile. Levi, arbeitest du eigentlich? Der Levi schleimt sich beim Boss ein. So kennen wir ihn. Thanatologiefähigkeit. Bücher? Okay. Theorien? Okay. Werden diese Kürbisse dann zu Lampen? Ich kann mal gucken, ob man das machen kann. Ich glaube, man kann Beleuchtung nämlich einstellen. Nicht. Kerzen anzünden? Doch. Da brennt jetzt eine Kerze drin. Kali, schaffst du es noch, den fertigzustellen? Come on, dann schaffen wir es auf Gold! Oh Mann, na gut. Aber wir sind gut dabei. Sie hat den Kürbis auch fertiggestellt, den machen wir jetzt hier hin. Das sieht so cool aus. Korax füttern und Stange reinigen. Hi, Korax. Ausgehungert, oh je. Wir nehmen mal ein Geschenk von Korax an. Ist weg, gut. Dann kannst du mal deine Karten legen. Hast du nämlich heute noch nicht gemacht. Und dann müsste dein Bruder auch schon eigentlich wieder zurück sein, ne? Warte mal. Ein seltsames Objekt in der Krypta finden. Wo ist besagte Krypta? Die ist doch gar nicht weit weg, Leute. Weil wir wollten ja auch trotzdem, dass wir Barbies Geschichte jetzt noch nicht so aktiv spielen, ihr Bestreben abschließen, ne? Das wollten wir noch vorher machen. War das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oh, was ist denn hier eigentlich los? Hier ist ein richtiges Fest. Oha. Umarmung oder auf Grundstück bleiben. Umarmung können wir machen. Wir können irgendjemanden kennenlernen und umarmen. Weil sie will ja dieses Geisterthema erforschen.
Vielleicht kann sie dem Geflüster mal zuhören. Du meinst es mit dem Kürbis? Warum möchtest du Bestatter werden? Die Toten liegen mir einfach. Liegen? Oh mein Gott! Jetzt habe ich es verstanden, Tina. Lustig. Welche Funktion gefällt dir am besten mit dem neuen Pack? Schwierig, Lara, weil ich finde diese Erbschaftsangelegenheiten ziemlich cool. Ich mag aber auch die... Hier die Bucketlist. Oh Gott, was ist denn mit dir, Carly? Wo bist du überhaupt? Oh mein Gott. So schlimm, Carly? Genau, ich mag auch die Bucketlist und ich finde es mit den Geistern auch ziemlich cool. Also wir machen jetzt natürlich sehr viel gleichzeitig, aber ich muss schon sagen, es gefällt mir, also mir gefällt vieles davon echt gut. Trink das mal bitte. Was gefällt dir denn am besten, Lara? Bucketlist ist halt sehr alltagstauglich, kann man in jedem Spiel benutzen. Ja, voll. Das stimmt wohl. So, kannst du jetzt bitte da mal hingehen? Ich meine, ja, das ist weit weg, aber... Wo war denn das jetzt? Oh Mann. Kali. Da hinten, schau mal. Komm doch mal bitte hier hin. Ich habe übrigens 3 Criffycorn-Babys. Hab sie auch nicht vergessen. Oh mein Gott. Das heißt, der eine hat 2 gemacht. Zwillinge. Oh krass. Wie cool. Die anderen leben auch noch. So, Leviathan hat 122 Simoleons verdient. Wir müssen heute zur Geisternacht. Mittwochabend. Okay, du musst sie auch nicht mit Ambrosia füttern. Ein paar Geister kennenlernen. Komm doch du auch mal hierher. Und frag den mal nach Geisterhaften. Dann haben wir diese Lady Miko. Wir können sie ja auch mal kennenlernen. Hi. Hey. Sie ist kokett. Okay. Nicht böse sein, Carly! Geist um Hilfe bitten bei Reparatur. Nach dem Jenseits fragen. Jasmin! Hallo, meine Liebe! Wie geht es dir? Ich finde die Bucketlist super, was man alles in der Krypta findet und entdecken kann und die neue Welt. Oh, die Krypta müssen wir jetzt auch noch, wie gesagt, erforschen. Bin ich auch mal gespannt. Alice beschwören. Wer ist Alice? Leviathan, wo bist du jetzt? Bist du auch da? Ah, er kommt gerade. Wenn das Pack noch nicht geholt finde, aber auch viele Funktionen sehr schön. Die Bucketlist und die Beerdigung finde ich sehr gut. Stimmt, Beerdigungen sind auch schön gemacht. Fand es immer schade, dass die Sims tot umgefallen sind, die Urne aufploppt und es war's. Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Das ist auch ein riesen Pluspunkt. Ja, da ist einem Hochzeitskleid. Valentina. Hey, Mausi, geh doch mal dahin. Alice beschwören. Mach das mal. Vielleicht geht es außerhalb von diesem Event. Oh, da wird geflirtet, aber es wurde abgelehnt. Können wir irgendwas über die Geister erfahren? Weil wir wollen mit ihr ja auch die Thanatologiefähigkeit erforschen. Warum kann Levi mit den Geistern interagieren? Nach geisterhaften Fragen, aber sie nicht. Carly. Schön, Belle. Mir geht's auch gut. Danke dir. Oh. Okay, wir gehen jetzt mal in die Bar. Da ist Alice. Ich weiß nicht, ob wir gerade Zeit haben. Vielleicht gehen wir lieber... Oh ja, ich speichere vorher. Ja, da hast du recht, das ist eine gute Idee. Das, falls es nicht klappt, ja.
Ja, das machen wir wann anders mit der Lady. Jetzt machen wir erstmal sein Event fertig. Du hörst jetzt auf, Kali zu ärgern. Ich will Sansekuya besichtigen. Gibt es denn in Sansekuya eine Bar, wo wir Geisternacht haben können? Kann jede Nacht geistern? Also kann jede Bar besagte Geisternacht haben? Willkommen zurück, Melli. Oder nicht? Wobei es natürlich Sinn macht in unserem Nachtclub. Man vergisst es. Wir gehen in unseren Nachtclub, Leute. Das macht doch total Sinn. Oh nein, hast du nicht gespeichert, Amadoria? Oder was? Only for life. Only for life. Hollywood. Ach, Herr Jimini. Schulbegleiterin, Hallöchen. Mache ich mir, wollte zudem auch Danke sagen wegen deinem Video bezüglich der Shader. Ich fange erst seit kurzem an mit Modden und allem und das ist alles total neu für mich und war sehr hilfreich. Ich danke dir, wie wundervoll. Ja, super gerne. Also wenn du da Fragen hast, kannst du auch immer stellen. Und wenn du noch weitere Infos brauchst oder irgendwie noch Infos zu Mods oder so, ich zeig dir das mal ganz kurz. Ich habe eine Website und da gibt es einen, also vielleicht hast du die auch schon gesehen, und da gibt es einen Dings, das heißt Hilfe zum Beispiel. Und wenn du da drauf gehst, findest du einmal, der lädt leider immer einen Moment, ich habe es noch nicht beheben können, dass der nicht so lange lädt, hast du einmal eine Übersicht über solche Erklärvideos, was du so machen kannst, wie man Mods in CC installiert, welche zum Beispiel richtig coole Mods sind, die man benutzen kann. Und dann habe ich auch noch eine Mod- und CC-Liste, falls du die noch nicht kennst. Da verlinke ich immer die Mods, die ich im Spiel habe, die auch so am gängigsten sind, sage ich mal. Und schreibe auch dazu, wann die das letzte Mal geupdatet wurden, damit man auch immer weiß, okay, die braucht jetzt noch ein Update, weil man muss ja die Mods immer regelmäßig aktualisieren, damit die nicht kaputt gehen. Und hier unten habe ich auch noch eine Custom-Content-Liste, das heißt, wie kann man Custom-Content generell installieren, das ist auch ein Video, mit CC-Shopping, also was gibt's alles für Sachen, wer hat zum Beispiel Baumodus-Objekte, wenn du zum Beispiel Schuhe suchst, kannst du hier explizit danach schauen und hier unten habe ich noch ein paar Posen drin zum Beispiel, also kannst dich sehr gerne mal auf www.insanedra, also mein Name praktisch, mal umgucken, vielleicht hilft dir das auch noch und ich freue mich total, dass du jetzt hier bist, mach's hier gemütlich und ja, wir spielen gerade die Barbie-Challenge. Willkommen zurück, Coco. Geisternächte in MCC ausgestellt. Das hast du geschrieben, Lucy, ja? Das hast du gestern, glaube ich, geschrieben, ne? Das war ja voll ärgerlich. Also, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Geistermixerin. Das ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Also, ich habe die Geisternächte nicht ausgeschaltet. Das wüsste ich. Nachtclub zählt nicht. Ach so. Okay, Moment. Das heißt, wir müssen doch woanders hinreisen. Gut. Ja, okay, Jackie. Ich guck mal. Gut, das ist echt gut zu wissen. Danke für eure Tipps. Boah, muss ich dann in diese hässliche Bar? Ja, dann können wir auch nach Sansekuya, weil da hat Leviathan ja auch seine Bucketlist, sein Bucketlist-Punkt, dass er hier gerne mehr her möchte. Und hier gibt es keine Bar. Gut. Nee, also ist wirklich okay für mich? Ne? Ist es okay für mich? Nee, also ich wollte auch gar nicht nach Sansekuya. Ah, okay, Mini. Dann hoffe ich, dass das klappt bei dir. Nee, geh mal in die Endstation. Und ich will auch Sadie noch mitnehmen. Muss das Event auch unbedingt noch fertig spielen? Ja, viel Zeit haben wir gar nicht mehr, Coco, ne? Also ist bald beendet, das Event. In ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht genau, in wie vielen Tagen, aber lang ist nicht mehr. Lang ist nicht mehr. Na, Palupi, Hallöchen. Gut, die. Bis 19.11. Ja, ist nicht mehr so lang, ne? Heute ist der Tag, ja, sehr gut. Bis Dienstag noch, ja, 19.11. Das ist echt nicht mehr lange jetzt. Deswegen müssen wir es auch unbedingt schaffen heute. So, wir sind in der Bar. Die Endstation. Ah ne, komm, wir setzen uns hier hin, weil dann kann da niemand sich dazusetzen. Sadie, wir sitzen hier. Sadie, du hast es vergessen, wir sitzen hier drüben. Kommst du bitte?
Voll cool, Sadie, dass du auch gekommen bist. Ah nee, warte mal, Barbie redet ja schon ein bisschen. Naja, doch, passt schon. Ja, ich dachte, vielleicht ist es ganz witzig, aber ja, keine Ahnung, mal schauen, was wird. Was machen wir heute? Ja, keine Ahnung, was willst du denn machen? Ja, weiß ich nicht. Ich könnte Karten legen, ich habe das nämlich gelernt. Willst du, dass ich dir die Karten lege, Sadie? Oh nee, da kommt bestimmt irgendwas Blödes bei raus. Nein, tut es nicht, wirklich nicht. Sicher? Ja, natürlich. Ja, es würde auch Sinn machen, dass die erst in der Nacht kommen. Schau, das ist zum Beispiel eine coole Karte. Da kann man richtig coole Sachen mit rausfinden. Weiß ich jetzt nicht. Warum leuchtet sie jetzt eigentlich so? Ah, wartet mal, ich wollte noch was checken. Ja, ich lasse mal kurz laufen, während ich schaue, ob wir vielleicht eine coole... Leviathan, komm doch mal bitte hier hin. Habt ihr bald mal genug geknutscht? Gut. Haben wir? Haben wir? Es ist abgeschlossen, Leute. Wir haben's? Ja, haben wir, nämlich. Ist so. Cool. Doch super. So, Mausi, wir machen mal Party, weil wir heute das Ambrosia fertig machen, das Event. Und er freut sich auch. Haben wir? Haben wir? Nemesis. Oh, yes, Mimski. Oh, Barbie Maus. Ja, cool. Schlawiner Maus, wann bist du da? Bist du reingeschlichen? Kann es sein? Hä? Ah nee, du warst heute Morgen da und warst dann nochmal weg. Kann das sein? Irgendwie hab ich gedacht, ich hätte dir Tschüss gesagt. Vorhin. Jetzt bin ich verwirrt. Regenteufelin, Hallöchen. Alexandra hat Speichern eingelöst. Das mache ich gleich. Genug geknutscht. Geil. Ich konnte mich gar nicht rühren, weil ich das so strange fand. Machen wir mal 15. Andere Richtung, Levi. Andere Richtung das nächste Mal, gell? Deine Blicke sind super. Ich habe mein Gesicht gar nicht kontrolliert gehabt. Oh je. Hm.
Wie sie sich freuen. Guck mal, das ist doch richtig süß. Moment bitte. Ah nee, das ist Happy Birthday. Wir brauchen ein gutes Lied. Nein. So süß, die zwei, ey. Ich find's schön. Gut. Ups, jetzt habe ich irgendeinen Shader angewählt. Könnte wild werden. Oh, geht voll. Der ist ja richtig schön. So, während die Musik läuft, putze ich meine Nase. Supi, unsere Partymäuse haben dann also fertig Party gemacht. Und dann können wir ja eigentlich Ambrosia zubereiten in der Hut. Komm, Levi, wir nehmen dich auch mit. Das wäre natürlich auch eine coole. Die knutschen schon wieder. Nehmt euch ein Zimmer, ihr zwei. Wahrscheinlich sind die frisch verheiratet, ne? Ja, das verstehe ich. Aber ich würde es auf jeden Fall checken, bevor du deinen Laptop irgendwie zurücksetzt oder so, ne? Also lad das auf dein PC und dann überprüf aber nochmal, ob du alles hast, was du eben haben möchtest. Nicht, dass noch irgendwas fehlt und du dann schon den Laptop zurückgesetzt hast, weißt du? Oh, jetzt ist schon wieder die Dings leer hier, ne? Meine Batterie von der Maus. Ob du bitte laden tust. Warum lädst denn du nicht, Summer? Was bist denn du für ein Anschluss? Ach, der Stecker war gar nicht drin gesteckt. Sag doch gleich. So. Lädt ja immer noch nicht. Warum, ne? Oh. Hallo, du musst die Maus doch auch laden. Moment mal. Oh, oh Mann. Hä? Da weiß ich jetzt auch nicht. Hä? Die Steckdose war aus. Warum war die aus? Kein Wunder, lädt er nicht. Hat der mein Handy geladen? Ja, das ist voll. Okay. Ja, okay. Ja, da macht es Sinn so. Genau. Schön. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, Ambrosia it is, huh? Ambrosia it is? Was denkt ihr? Sind wir ready für Ambrosia? Ich bin ready dafür, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr ready. Oh mein Gott. Celine, Hallöchen, mir geht's gut. Wie geht's dir? Vielleicht können wir Sharon mal einladen.
So, jetzt genau zu gucken, wie man Ambrosia kocht. Ist das eigentlich in meinem Sims-Kochbuch auch drin, Ambrosia? I will have a look. Damit wir checken können, ob wir Ambrosia kochen können. Sushi-Kebabs. Uff. Gibt's eigentlich, oh mein Gott, gibt's eigentlich Keksrezept? Könnte man Weihnachten machen? Desserts. Malara, willkommen im Stream. Hallöchen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Mach's dir bequem. Und schön, dass du da bist. Ja, tatsächlich. Flirty Hard Cookies. Okay, cool. Aber Ambrosia steht nicht mit drin. Schade. Do it, Leviathan. Stopp, du darfst es nicht essen. So. Es ist ja sogar Halloween. Als ob, Leute. Ich habe einfach ein random Event gestartet und dachte dann so, ah ja, es ist Herbst, dann können wir eine Kostümparty machen. Es ist ja sogar Halloween. Als ob. Ja, gut. Ja! Leute! Oh mein Gott, ist das sexy. Oh mein Gott, ist das sexy. Finally. Bitte? Es muss ganz voll gehen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das Was man sieht Event abgeschlossen. Es ist beendet. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollen. Wir haben jetzt das Ambrosia hier. Es ist 6000 Simoleons wert. Als ob. Als ob. Ich weiß ehrlich gesagt, Jackie, nicht, ob ich das wirklich essen will. Kaiserfisch, Jugendtrank, Schnitterblume. $5,908, krass. Jugendtrank. Oh, das kostet aber auch viel Punkte. Und dann brauchen wir noch einen Kaiserfisch. Wo haben wir den? Willow Creek kann man den sammeln, gell? Weil dann lasse ich Leviathan noch ein bisschen angeln. Damit nämlich er noch ein weiteres. Also wir werden das Dad, wie gesagt, geben. Ja, wobei ganz viel Ambrosia kochen. Die Schnitterblume haben wir noch nicht. Also die müsste man dann auch kaufen und so. Also ich weiß nicht, ob das am Ende so viel Sinn macht. Aber wir gehen mal noch versuchen zu angeln, den Kaiserfisch. Vielleicht kriegen wir noch einen. Noch so eine halbe Stunde, Celine. Heute Abend um 18 Uhr bin ich aber auch nochmal live auf YouTube. Ronja, Hallöchen. Ja, genau, einmal davon, aber ich habe die auch einmal gekauft. Ja, wahrscheinlich gibt es einfach eine gewisse Chance, diesen Kaiserfisch zu bekommen, ne? Wahrscheinlich muss ich gar nicht bestimmte Sachen machen. Aber habt ihr das Gefühl, es klappt mit Köder besser oder ist wurscht? Haben wir überhaupt einen Köder? Wir haben eine Kuhpflanze. Wir nehmen den Fledermausfisch als Köder.
Levi hat doch ein bisschen Hunger, ne? Wünsche auffrischer. Sofortiger Spaß. Koi. Ja, sehr schön. Schön, dass es geklappt hat. Für Levi war der Feiertag leider grauenhaft. Wait, müssen wir in 6 Stunden etwa wieder arbeiten? Oh, das ist natürlich schlecht. Vielleicht sollten wir doch nach Hause gehen. Wir gehen lieber nach Hause, Leute. Freya, habe ich jetzt Hallo gesagt? Hallo? Habe ich jetzt gerade doppelt Hallo gesagt? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Komm, geh lieber schnell nach Hause, Levi. Es ist schon ein schwieriger Tag gewesen. Langer Tag auch. Geh mal schnell nach Hause, es wäre mir ganz recht. Nee, nur einmal. Okay, gut. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hin habe. Was, dass ich immer laden muss, gell? Gesundheit! Ah, hab's gefunden. So. Oh Gott, Levi, geh schnell schlafen in deinen tollen Schlafsack, ne? Barbie, wie geht's dir? Und du musst aber auch schlafen. Du kannst mal noch ein Stück Kuchen essen. Und dann musst du aber auch ins Bett. Du musst morgen bestimmt auch wieder arbeiten, ha? Huh? Lass mich mal schauen. Ja, natürlich. In 4 Stunden. Na, Sorazini, Hallöchen. Ab ins Bett. Viel Spaß, Amadoria. Und viel Erfolg. Haben wir hier nicht auch einen See, einen Teich, ein Wasserloch zum Angeln? Wobei, ich glaube, hier kann man nicht angeln, ne, in dem Wasser. Levi, bist du schon ausgeschlafen? Ja, das sieht gut aus. Ja, Hygiene ist natürlich Mangelware, aber du kannst ein Stück Gemüsekuchen essen. Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, warum nichts angezeigt wird. Headline Effects on. Ausgezeichnete Qualität, okay. Ja, guck mal, dann kannst du aber auch Zähne putzen, Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett. Dann verkaufen wir hier mal alles. Ach, wir haben sogar eine Schnitterblume. Schaut mal, wir haben die gepflanzt hier. Aber die ist noch nicht gewachsen. So, ich würde sagen... Oh, Dad ist da? Ich möchte ihm ja das Heilmittel geben. Kann man die Geistfarbe mal ändern? Ich weiß, dass ich noch einen im Inventar habe, aber es macht ja Sinn, dass wir vielleicht noch eine weitere, also dass es vermehrt, wisst ihr? Upsi. Wo ist er denn? Ja, der hatte schon, der weiß schon, dass Leviathan das geschafft hat, glaube ich. Stini, krass. Och, Mann! Ja, müssen wir erst arbeiten gehen. Oh, ich hätte jetzt gern Dad erstmal das Heilmittel gegeben, aber so geht's natürlich nicht. So funktioniert es nicht, Leute. Mist.
Gut, was müssen wir heute tun? Einen neuen Auftrag vorhersehen. Okay. Kali arbeitet natürlich auch fleißig auf ihrer Arbeit. Sie hat zwar leider nicht trainiert, aber naja, vielleicht wird es ja doch gut. Ja, er sieht doch als Geist fabelhaft aus. Können wir Belia hierher holen? Nee. Okay. Also, Ernten üben. Warte mal, er muss ja, um befördert zu werden, die Fähigkeit auf Level 2 kriegen. Soll er mal ein paar Theorien lesen? Miss, gehen Sie mal bitte von dem Rechner weg. Danke. Boah, jetzt... Oh, wir gehen nach oben. Die Leute nerven mich alle am PC. Du gehst jetzt da weg. Das ist mein Platz. Du gehst jetzt, Miss... Gehen Sie weg. Wie die mir schon wieder den Stuhl klauen wollt. So, wir werden jetzt mal das geheimnisvolle... Der geheimnisvolle Tod des Robert-Knautsch-Gesicht klären. Oh mein Gott, was? Robert-Knautsch-Gesicht? Das ist der Mann von der Frau... Knautschgesicht, die ihm immer mit der Handtasche verprügelt, oder? Oder nicht? Ist das nicht so? Vermutlich, ja bestimmt. Das ist ja spannend, du. Na, äußerst spannend. Hast du es rausgefunden jetzt? Wird jetzt nicht mal angezeigt, oder was? Ich wüsste jetzt schon gern. Daher der Name Knautschgesicht. Oh mein Gott. Hat die aber nicht auch eine Schwester? Ja, das kann ja sein, aber das hat ja nichts mit Robert Knautschgesicht zu tun. Also vielleicht, ja, sie hat diese Schwester. Ach so, ihr meint, dass das vielleicht die Schwester ist? Agnes Knautschgesicht, oder was? Oder wie die heißt? Ich weiß es ja auch nicht. Agnes, aber hast doch die Romantik. Wie haben die sich kennengelernt? Ja, weiß ich auch nicht. Ist das der Mann von der Schwester? Ja, das kann natürlich sein, klar. Auf jeden Fall Knautschgesicht. Es ist halt irgendein Knautschgesicht. So, Auftrag recherchieren. Level 2 haben wir erreicht. Entschuldigung, hallo. Ob sie es aktualisieren möchte? Die Knautschi, süß. Ich glaube, Agnes ist die mit der Tasche und Agatha die andere. Ja, eine von beiden hat ja auch das Kinderzimmer eingerichtet, aber hatte nie ein Kind, ne? Da gab es ja auch so eine Theorie. So, dann machen wir noch schnell die Sensenpflege und dann geht es auch schon los zu unserem Fall. Wie sofort die Leute wieder an den PC gehen, ne? So, Levi, mach mal. Hände waschen brauchen wir gerade nicht. Mach die Sense sauber. So, komm mal schnell ran hier. Und Annika, hallöchen. Verlorene Seelen vorhersehen, reisen. Möchtest du zum Ort des Auftrags reisen? Oh klar, wollen wir. Dringend, dringend, dringend. Rein da. In die gute Stube. In die gute Todesstube. Only for life. Super, Simbo, super. So, was ist passiert hier? Was ist passiert? Wo ist besagte tote Person? Wo ist denn hier eine tote Person? Expertenmeinung vom Sensenmann einholen. Okay. Sensenmann Brosia liefern. Nein, der kriegt man an Brosia nicht. Nach Regenbogenbrücke fragen? Oh, süß. Expertenmeinung müssen wir aber einholen. Oh, da ist die Leiche. Hupsi Daisy. Der ist vor mir vor die Füße gefallen. Ich war es nicht.
Also, Hades, wie funktioniert's jetzt? Was muss ich machen? Also, da liegt ja jetzt jemand. Was muss ich denn jetzt mit dem machen? Also, muss ich jetzt irgendwie reden oder so? Naja, du wirst jetzt mal schauen, ob du deine Sense ordentlich geschärft hast. Ja, habe ich gemacht, klar, natürlich. Das habe ich schon im Lager, also im Büro gemacht, in der Zentrale. Nee, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und was muss ich jetzt machen? Ich meine, ich glaube, ich weiß es. Was weißt du? Ich weiß, wie es geht. Ich glaube, ich muss jetzt die Sense schwingen und dann, so wie beim letzten. Das letzte war eine Testperson. Leviathan, wir haben hier einen realen Fall vor uns. Ja, ja, klar, nee, weiß ich doch. Nee, klar, deswegen würde ich ja sagen, wo ist eigentlich mein Labello, Leute? Deswegen würde ich ja sagen, frage ich erstmal die Frau, was passiert ist, oder? Ich meine, die kann mir ja sagen, was passiert ist. Dann muss ich ja nicht selbst hier Dings rausfinden, was passiert ist, oder? Ich meine, ich kann natürlich selbst rausfinden, was passiert ist, weil ich finde es auf jeden Fall raus, weil ich auch schlau bin. Aber wieso ruft Mom immer an, wenn wir arbeiten sind? Du nimmst jetzt erstmal Zeugenberichte auf und versuchst herauszufinden, was passiert ist. Tolle forensische Arbeit. Leviathan hat den Sim über alle umliegenden Beweise gründlich untersucht. Er kann nun voller Selbstbewusstsein einen Totenschein ausfüllen. Ach, weil wir sind immer noch in der Probephase. Zeugenbericht aufnehmen. So, geh zu der Dame und frag sie, was passiert ist. Ja, ja, klar. Cool. So. Guten Tag. Ja, Miss, hallo. Ich bin der Tod. Also, Tod ist Zubi. Und ich wollte mal wissen, was passiert ist. Was passiert hier? Oh, es ist so furchtbar. Mein Mann, der war eben noch so aktiv und, ach nee, warten Sie, das ist ja gar nicht mein Mann, das ist der Nachbar, das ist der Nachbar. Der wollte eben die Post holen und dann ist er einfach umgefallen und dann war er weg, ne? Jetzt liegt er da, das wissen wir jetzt auch nicht so genau, was passiert ist. Liegt jetzt da halt, gell? Ja, 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 nee, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Okay, dann werde ich mal die Sachen hier untersuchen. Dankeschön für die Informationen, ich werde recherchieren, gell? Wissen Sie denn schon, was passiert ist? Ja, ich bin gerade dabei, das rauszufinden. Es kann natürlich viele Ursachen geben. Ich meine, er kann einfach von einem Blitz getroffen worden sein. Es ist auch strahlender Sonnenschein. Ja, klar, deswegen ist es natürlich auszuschließen. Aber es kann auch ein Schneesturm sein, erfrieren, ersticken, Hitzschlag. Also es sind viele Faktoren. Es ist Herbst, junger Mann, es ist Herbst. Ja, genau, deswegen schließen wir das auch natürlich aus. Aber vielleicht hat er sich auch verschluckt, ne? Das ist natürlich auch eine blöde Todes... Ob ihr euch zusammenreißt, wir haben hier einen Toten! Wir haben hier einen Toten auseinander! Besser, sie gehen jetzt. So, wir wissen, was passiert ist. So, ja, also, ich habe rausgefunden, woran es liegt. Also, er ist tatsächlich an Erschöpfung gestorben. Ja, ein Nickerchen hätte Wunder gewirkt, ne? Aber, oh nein. Daisuke hat immer so viel gearbeitet, wissen Sie? Er hat so viel gemacht, immer. Nee. Ich habe ihm immer gesagt, mach langsam. Mach langsam, habe ich gesagt. Und wissen Sie, wir waren ja auch sehr gut befreundet. So gut. Sie kannten ihn doch gar nicht. Mom, wir kannten ihn doch gar nicht. Natürlich kannte ich ihn. Wir waren ja 20 Jahre Nachbarn. Wir haben jeden Sonntag miteinander geredet, Kaffee getrunken und all diese Dinge. Nein, jetzt ist er von uns gegangen. Das ist schrecklich. Ich muss direkt Agathe anrufen und ich muss auch Birgit anrufen und Brunhilde muss ich auch anrufen. Ach du grüne Neune, was Herbert wohl sagen wird. Na, das muss ich erstmal rausfinden. Ach, Jemin, ich muss alle anrufen. Mom? Kannst du aufhören, so eine Tratschtante zu sein? Ich meine, ihr habt euch über den Gartenzaun hinweg immer angekeift. Das ist nicht wahr, Kind. Das ist gar nicht wahr. Das ist so schlimm. Ich gehe telefonieren. Ich kümmere mich. Herr Sensenmann, danke für Ihre Arbeit. Gell. Ne, also super süß, super Sache. Tschüss, ne? Tschüss. Danke. Nellana, Hallöchen. Ja, Kissing Loop, die scheint, das bockt die gar nicht. Ich glaube, du hast einen Bug, aber weiß ja nicht, nee. Versuche, Seele wie der Sensenmann zu sammeln, Seele extravagant sammeln.
Seele faulenzerisch, Seele sammeln, Seele vorsichtig sammeln. Extravagant, Leviathan ist ein bisschen eingebildet. Oh, Leviathan ist jetzt natürlich peinlich, ne? Nase. Bin wieder da. Wow! Das war richtig stilvoll. Zeugen beruhigen. Mist, sie sollten sich wirklich beruhigen jetzt. Also, nein, nein, ich gehe direkt telefonieren. Das ist ja so schwierig. Nehmen Sie bitte diese Urne auch mit. Ich meine, ich kann sie auch übergeben. Ich bin ja die Stadtverwalterin auch ein bisschen. Mann, bist du nicht. Und dann kann ich sie auch übergeben. Kein Problem. Nein, nein, das nehmen wir mit. Das machen wir immer so. Genau. Okay. Also, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Wir müssen leider länger bleiben heute. Zum Büro zurückkehren? Wir haben noch so viel zu tun. Bei denen kurz duschen? Nie. Nie. Ja, wenn die Nase nicht immer so laufen würde, ne? Wäre viel weniger nervig auch. So, wir sind wieder zurück. Seele freilassen. Seele in die Unterwelt entlassen. Go for it, Levi. Sind die eigentlich Geld wert? 200 Simoleons? Oh ja. Ich wollte nur mal rein Interesse mal gucken. Nicht, dass ich jetzt eine Seele verkaufen würde oder so. Das wäre ja auch ein bisschen barbarisch, ne? Okay. Ja, haben wir alles erledigt, ne? Eine Kollegin ist jetzt hier. Dann lasse ich ihn doch vielleicht noch ein bisschen... Oh, Sensi, geh vom Stuhl runter. Ich möchte bitte an den Computer. Nächster Plan für Million Dollar Girl. Ich habe auch schon überlegt. Nein, das ist zu krass. Außerdem kann sie da leider nur hin, wenn sie... Na, geht ja nicht. Oh, ich freue mich so heute Abend, das Haus zu bauen. Levi, wie lief's eigentlich? Oh mein Gott, die werden befördert! No way! Real talk? Ich glaube, wir werden jetzt befördert. Ja! Was ist Leviathan jetzt? Staub zu Staubreinigungskraft. Cool. Eine einfache Schnitteruniform haben wir gekriegt. Wow, hä? Wow, ne? Naja. Okay, wir müssen jetzt 3 Seelen freilassen und Level 3 der Thanatologie-Fähigkeit. Ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal zu Dad. Wegen besagten Ambrosia. Ambrosia, meine Lieben. Ist schon aktualisiert. Ach, cool, okay. Okay. Ja, ich probiere es jetzt mal so, ob das funktioniert, ohne Mod. Jetzt gehen wir erstmal nach Forgotten Hollow. Und zwar hierhin. Kali Babi, Dana, sind alle da. Es reicht eigentlich, wenn die da sind. Only for life. Only for life. Hollywood. Nee, alles gut. Ich hab's nur generell nicht verstanden, aber passt ja. Jetzt weiß ich's ja. Hm.
Vampirhexe, keine Ahnung. Ich habe damit leider noch nicht so viel gemacht. Mit dem Wiederbeleben von Geistern oder so. Keine Ahnung. Okay, da ist doch Dad schon. Hey, Dad. Leviathan, hey. Na? Dad, ich hab's geschafft. Was? Ich hab's geschafft. Wirklich? Mein Sohn, du hast es geschafft? Ja, ja, Dad, ich hab das Heilmittel gefunden. Ich habe Ambrosia hergestellt. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Du so schnell. Sohn, das ist ja... Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Lalun, Hallöchen. Ja, ich bin auch total begeistert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es schaffe. Wow, also das ist wirklich wahnsinnig großartig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja, wirst du es essen, Dad? Natürlich. Ich will wieder ein Mensch sein. Ich will mit deiner Mutter alt werden. Ich will nicht in diesem bescheuerten Geisterkostüm leben. Hm. Speicher mal vorher. Ja, ich meine, ich bin froh, dass wir noch die Möglichkeit haben und dass du nicht, naja, gestorben bist. Ja, dann bin ich ja auch sehr froh. Ich bin noch glücklicher, wenn ich dann endlich wieder mein altes Ich habe und wieder weitermachen kann. Ja, klar, das glaube ich dir, Dad. Also gib es mir. Okay, wollen wir reingehen und es drinnen machen? Nein, gib's mir hier draußen. Wenn ich es gegessen habe, gehe ich rein und überrasch meine wundervolle Frau damit. Ich danke dir, Leviathan. Das war wirklich eine große Hilfe. Ja, kein Thema, Dad. Ich habe das gerne gemacht. Ich meine, ist doch cool, dich wieder zu beleben. Ja, ich hätte es gerne selbst gemacht, aber ich hatte nicht die Möglichkeit als Geist. Und vor allen Dingen blieb mir auch nicht die Zeit. Juli, Hallöchen. Ja, also hier, Dad. Danke, Leviathan. Du bist echt ein toller Sohn. Vielen, vielen Dank. Hey, Beel, ich dachte, du bleibst ein Geist. Ich fand's cool, dass du ein Geist bist. Gas, auf gar keinen Fall bleibe ich ein Geist. Das kannst du vergessen. Aber es war doch witzig. Wir konnten durch Wände gehen und so. Nein. Okay. Manchmal finde ich echt, du bist ein bisschen eine Spaßbremse, gell? Weil, keine Ahnung, man kann ruhig auch mal ein bisschen zugeben, dass das Geisterleben gar nicht so bescheiden ist. Doch. Okay. Also, ich fand's immer cool, ein Geist zu sein. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Okay, Levi, ich werde es jetzt essen, ja? Ja, Dad, mach. Ambrosia verzehren. Oh Gott, Leute, seid ihr bereit? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Seid ihr bereit? Könnt ihr mal bereit in den Chat schreiben, bitte, dass ich weiß, ob ihr bereit seid? Ich weiß ja gar nicht, seid ihr bereit überhaupt? Ambrosia, for the win. Einen Geist zum Menschen machen? Entschuldigung, den Tod wiederholen? Wir holen den Tod zurück? Ja? Ah ja, okay, ja gut, okay. Edith. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Warte. Isa, gutes Timing. Gucke mal. Er genießt. Hey! Ich will jetzt auch nicht spulen. Sag mal! Lass meine Kamera bei ihm! Der schwubbelt mir immer die Kamera hoch. Belial? Komm doch mal wieder raus hier. Er hat's aufgegessen! Ah, vielleicht echt, weil er streng genommen nicht in unserem Haushalt ist. Vielleicht geht es deswegen nicht.
Also ich meine, wir können es manuell machen, aber ich hätte jetzt schon gern den Special Effect gesehen. Aber wahrscheinlich geht's nicht, weil wir ihn nur hinzugefügt haben als Sim-Steuern und nicht, also er ist ja offiziell nicht in unserem Haushalt. Oder weil er ein spielbarer Geist ist? Das fände ich aber komisch. Gerade dann muss es doch gehen, oder? Ich hatte auch einen Random Geist genommen. Ja, dann machen wir das jetzt aber manuell. Billa, du musst nie mehr fliegen. Du bist jetzt kein Geist mehr. Ja, Leute, er ist wieder zurück. Kann ich mal bitte das gescheit steuern jetzt hier? Ich komme hier irgendwie nicht richtig ins Haus rein. Was ist das denn? Belial, Schatz. Du bist wieder du selbst. Ja, Babe, ich bin endlich wieder ich selbst. Können wir, ich muss dir ganz dringend was ganz Wichtiges erzählen. Was meinst du? Okay, ja, okay, danke schön, das hat geholfen. Was meinst du, Babe? Kommst du mit? Ich habe so viele wichtige Sachen mit dir zu besprechen. Oh mein Gott, Dad! Was denn? Willst du mit Mom? Oh, Nein, ich will deiner Mutter wichtige Sachen erzählen. Ja, Schatz, ich komme, natürlich. Diese wichtigen Sachen möchte ich auch gerne klären. Wir haben so lange nicht mehr sprechen können, so richtig. Ihr geht jetzt Liebe machen und wir gehen aus dem Haushalt wieder raus. Er hat es nicht komplett gegessen, das stimmt nicht. Er hat es komplett gegessen. Er hat den leeren Teller abgestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, weil man sieht ihn nicht mehr, aber er hat den leeren Teller abgestellt. Er war nichts mehr auf dem Teller. Er hat den letzten Rapp gemacht. Und dann war der Teller leer. Zumindest sah das so aus. Okay. Sim nicht mehr steuern. Leviathan, ab nach Hause. Es ist auch schon wieder 21 Uhr. Komm, schnell, schnell. Besprochen, erzählen. Ja, besprechen, erzählen. Das sind halt, also Leute, wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst doch, wie es läuft. Man muss halt auch mal ein bisschen miteinander sprechen in einer Beziehung halt. Gar. Und da müssen auch mal Sachen geklärt werden. Also ich finde, da ist auch überhaupt nichts Komisches bei. Wenn man auch mal was besprechen möchte. No? Bisschen schnicki, schnacki, knacki, lucky. Und so weiter. Körpersprache. Tja. Gut. Macht es, Juli. Gut, Levi ist wieder zu Hause. Boah, dann haben wir richtig was geschafft heute. Ah nein, ich wollte noch was machen. Wir holen jetzt den Tisch für Bornhilda, damit Leviathan sie treffen kann. Wir machen das hier in den Turm rein, würde ich sagen. Ist halt nur die Frage, wo das jetzt ist. Wir brauchen dafür das Pack Paranormale Phänomene und den Geisterbeschwörungstisch. Wo ist der denn? Hier. Dann mache ich mal den Umzugskarton weg. Oh, okay. Gut. Dann holen wir doch mal Bornhilda her. Hurra, vor allen Dingen. Sie ist da. Leviathan, warum hast du mich gerufen? Was ist los? Hey, na, wie geht's dir? Weiß nicht, was mache ich hier? Ich wollte dich sehen. Warum? Wir haben uns lange nicht gesehen.
Ja, ich weiß, wir mussten aus dem Internat weg und... Wo sind wir hier? In einem anderen Haus. Es ist anders. Ich muss mit dir reden. Und meine Lieben, an dieser Stelle werden wir die Folge speichern. Und nächste Woche Samstag wird Leviathan mit Bonhilda sprechen. Und es wird so sein, dass er ihr offenbaren wird, dass er ihr gerne helfen möchte, dass er sie gerne verwandeln möchte. Und zwar zu einem Menschen. Und Bonhilda weiß gerade gar nicht, was abgeht, weil sie mag Levi natürlich. Aber sie weiß auch gar nicht, ob sie Levi lieben wird. Also sie mag ihn gerne, sie flirtet auch ein bisschen mit ihm manchmal, aber sie hat Angst, dass wenn er sie verwandelt, dass sie ihn lieben muss, dass er davon ausgeht, dass die beiden ein Paar werden, und Bonhilda weiß noch gar nicht, wie sie fühlt, weil momentan ist ihr Herz wirklich sehr, sehr kalt und sie kann sich gar nicht vorstellen, wieder zu leben und auch nicht vorstellen, jemanden zu lieben. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch nächste Woche und die beiden werden sehr viel zu besprechen haben und mal gucken, ob wir es dann gut und schnell hinkriegen, das, ja, das Heilmittel nochmal herzustellen. Sehr cool, Mini, schön, dass du es auch geschafft hast. Sag mal, Leute, das Ambrosia gab es schon immer, oder? Ich finde es richtig cool, dass EA dieses Event eingeführt hat. Erstens, weil es war ja auch cool, das jetzt so zu machen. Und zweitens finde ich das cool, weil sie dadurch Aufmerksamkeit auf etwas machen, was es schon gibt, oder Base Game sogar, ne, was es schon immer gab. Das finde ich richtig cool, weil dieses Ambrosia hat man immer schon mal gehört, aber ich hatte noch nie die Motivation, dieses Ambrosia herzustellen. Selbst wenn ein Sim gestorben ist, war halt so. Was willst du machen, so, ne? Aber eigentlich total cool, dass jetzt eben diese Möglichkeit besteht und wir zum Beispiel auch so eine Story spielen können. Ohne dieses Event hätte ich das gar nicht gewusst und hätte das auch gar nicht gemacht. Das heißt, eigentlich ziemlich cool, dass wir jetzt auf die Idee gekommen sind. Und ich hoffe natürlich, dass euch, also ich glaube, die Zuschauer auf Twitch sind schon ganz happy mit dieser Storyline gerade. Ich bin natürlich auch mal gespannt, was ihr auf YouTube schreibt. Also schreibt gerne eure Ideen dazu in die Kommentare und auch, wie ihr das findet mit Bonhilda, ob wir das so machen wollen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Nächste Woche Samstag, neue Folge. Freue mich sehr. Dann auf Wiedersehen, ihr Lieben von YouTube, und tschüssli, bye. Tschüss.